7. Die Polizisten Tobias Hertig und Rolf Meyer kontrollieren heute schwerpunktmäßig zwei Räder. An der ersten Kontrollstelle fährt ein Vierrad an ihnen vorbei, das sie so nicht weiterfahren lassen können. Entschuldigung! Hallo! Junger Mann! Moin! Wir sind von der Polizei in Zeven, machen eigentlich eine Fahrerkontrolle. Und dann sind sie durch Zufall hier an uns vorbeigefahren. Und ich habe gesehen, dass sie noch das alte Versicherungskennzeichen hinten dran haben. Ja. Das blaue. Ja. Seit gestern nicht mehr gültig. Verstehen Sie die Problematik, wenn es jetzt zum Unfall kommt und Ihr Gefährt ist nicht versichert, müssen Sie den Schaden womöglich selber zahlen. Darum geht es das Ganze. Und sollte so sein, dass Sie tatsächlich keinen Versicherungsschutz haben, keinen gültigen, dann wären wir auch schon im Straftatenbereich. Das wäre das Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das verstehe ich. Ja. Und das hätte zur Folge, dass ich Ihnen ja, hört sich blöd an, aber die Weiterfahrt untersagen müsste. Den Versicherungsschein habe ich hier hinten drin, aber neues nicht. Sie haben kein neues. Verstehe ich nicht. Wir haben drei verschiedene Farben von Versicherungskennzeichen. Blau, schwarz und grün. Und hier unten ist auch das Jahr aufgeführt, in diesem Fall 2021. So, und diese Schilder, diese Versicherungen sind 12 Monate gültig. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder hat man schon einen Versicherungsschutz, sich ein neues Kennzeichen zugelegt. Da wäre es eine Ordnungswidrigkeit. Aber wenn man sich da noch nicht drum gekümmert hat und ja, ist im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, ja, dann wäre es eine Straftat. So, da sind wir nun mal auch verpflichtet, dem nachzugehen. Und wir müssen mal eben schauen, ja, wie wir das jetzt hier vor Ort regeln. Ist gerade ein bisschen schwierig, aber da kriegen wir schon irgendwie einen Dreh rein. Ich fahre ja nicht das erste Mal damit. Ich fahre das schon 10 Jahre damit. Ich denke mal, das kann mal vorkommen. Ne? Es kann vorkommen, aber ja, ich bin nun mal verpflichtet, dem nachzugehen. Ich muss ein Strafverfahren einleiten, da sind Sie beschuldigt im Strafverfahren. Brauchen uns gegenüber keine Angaben machen. Können Beweisanträge stellen, Zeugen benennen und ja, zu Ihrer Entlastung beitragen. Die Belehrung haben Sie verstanden? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ich unterliege dem Strafverfolgungszwang und dann würde ich mich selber strafbar machen, wenn ich das jetzt nicht verfolgen würde. Es tut mir auch leid, es ist eine unangenehme Situation für Sie, für uns und ich komme noch nicht drum rum. Ja, wenn jemand dabei steht und sieht, dass ich sie so fahren lasse, das haut nun mal nicht hin. Er muss versichert sein, der Rollstuhl, und von daher habe ich sie jetzt angesprochen. Ja, hinten in der Tasche, mal rausholen, da ist dann der alte Versicherungsschein. Gut. So. Wenn die Versicherung bestätigen kann, dass ein neuer Versicherungsschutz beantragt ist, dann darf der Mann weiterfahren. Ich werde das eben versuchen, telefonisch zu regeln. Ja? Kann man den im Leerlauf vielleicht schieben? Schieben kann man den nicht. Kann man nicht? Lassen Sie mal eben stehen, ich telefoniere. Ich habe das gleich erledigt, ja? Tobias Hertig ruft bei der Versicherung an, um zu erfahren, ob das neue Kennzeichen beantragt ist. Ja, logisch ist das peinlich. Ich habe da ehrlich nicht lange da. Ist so, kann man nichts dran machen. Bin auf dem Weg nach Hause, ja. Ich bin da 500, 600 Meter. Mailbox. Ja, wird schwierig. So. Problem ist, ich kann Ihren Versicherungsvertreter nicht erreichen. Der macht wohl gerade Mittagspause. Ich glaube, in den nächsten 1 bis 2 Stunden werden wir da keinen erreichen. Denn wir haben 2 Möglichkeiten. Die eine ist, haben Sie jemanden, der Sie vielleicht abholen könnte hier? Ich lebe alleine. Ja. Können wir Sie denn im Auto mitnehmen und Sie lassen das Gefährt vielleicht hier? Würde das gehen? Gehen würde das, aber wie kriege ich das wieder nach Hause? Ja. Ich leb alleine. Ja, ich verstehe das. Das müssten wir dann ja auch sichern, das Gefährt. Ja. Dann muss ich hierher laufen. Das kann ich nicht. Nee, ich verstehe das. Ich verstehe Sie. Oh Mann. Aber dass man das nicht schieben kann, das ist ja ein bisschen. Schieben kann man das. Wenn du hier hinten, ein gelber Hebel. Okay. Ja. Wenn du den hoch
Dann wäre der im Leerlauf und dann könnte man nicht schieben. Leerlauf, dann können Sie schieben, aber bis wir bei Ihnen sind, das dauert ja einen Moment, ne? Ja, das ist nicht weit. Das ist ich würde das probieren. 500 Meter oder was? Ich würde das probieren. Aber Sie können in den Streifen fahren. Also ist hier an der Bahn lang? Ja. Also ist nicht weit. Ich würde das probieren. Sie können in den Streifenwagen einsteigen, können Sie, ja? Wenn Sie den schieben wollen, kann ich auch sitzen bleiben. Rolf Meier löst die Bremse. Geht los, ich versuche das mal. Oh, das geht. Das geht. Okay. Ja. Wollen wir das probieren? Das geht schwer. Das macht nichts. Nicht anmachen, nicht anmachen. Ich schiebe einfach nur. Und ich schlage ein? Ja, machen Sie mal. Mann, da bin ich 30 Jahre oder wie lange versichert. Die Polizei, dein? Freund und Elf. So, genau. Und das machen wir heute mal. Das dürfen Sie heute mal genießen. Dieser Fahrservice ist eine Premiere. Hier geht das ja erstmal bergab. Du kriegst gleich das Bergaufstück. Ich kann ja den Motor anmachen. Nein, nicht den Motor anmachen. Ja, wenn der Motor an wäre, dann würde er quasi seinen Krankenrollstuhl wieder führen. So, und sobald er ihn führt, ist das eine neue Straftat. Hört sich kleinlich an, ist aber nun mal rechtlich so, ja, so festgelegt. Deswegen haben wir das Problem. Anderthalb Kilometer ist nun reine Muskelkraft gefragt. Kannst du noch? Alles gut, bis zur Ecke. Dann muss ich heute Abend keinen Sport mehr machen. Okay. So, Tobi. Ach, jetzt Ulrich. Ja. Es ist Zeit für die Übergabe. Tobias Hartig übernimmt. Auf der Hälfte der Strecke macht sich das Gewicht des Krankenrollstuhls bemerkbar. Wissen Sie, wie schwer das Ding ist? 150 Kilo. Oder? 150 Kilo. Oh. Aber geht, ne? So. Geil noch? Du willst ja nur bergab wieder. Erwischt. So, komm, Zug. Nee, ne? Nee. Alles gut. Dann mal los. Ja, da müssen wir schon fast ein Stück zurückhalten. Nach knapp 15 Minuten geht es in den Endspurt. Tobias Hartig und Rolf Meier haben den Mann tatsächlich nach Hause gerollt. So, jetzt sind wir auch nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum im Grunde genommen. Bist du weiter noch? Okay. Jetzt kann er ja auch fahren. Nee, das machen wir jetzt so. Gott, ja, okay. Da lohnt nicht mehr zu starten. So, da sind wir. Nein, ich kann mich nur noch mal entschuldigen. Entschuldigen brauchen Sie sich nicht. Nein. Ich werde im nächsten Dienst, Freitag, bei Ihren Versicherungsvertreter noch mal anrufen und mir von dem bestätigen lassen, dass der Versicherungsschutz jetzt besteht. Und dann wäre das erstmal soweit erledigt. Wenn der Versicherungsschutz besteht, wenn Sie das abgeschlossen haben, dürfen Sie wieder fahren. Und Sie bekommen eine Post von unserem Ermittlungsdienst. Jetzt und müssen Sie noch mal zu äußern. Jetzt ich komme da nicht drum rum, es tut mir auch leid, aber ja, Vorschriften sind Vorschriften. Nichts zu ändern. Kurios, auch so noch nicht erlebt. Nee, ich auch nicht. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen, aber... Das ist immer schön, wenn man Leuten so helfen kann. Über das Strafverfahren entscheidet der Landkreis.